Wales. Ja. Oh, und jetzt geht's weiter mit dem Winners Final vom Main Bracket, nämlich G-Pipes gegen Magic. G-Pipes, relativ erwartbar hier. Er war nämlich Second Seed und ist auf seiner Seite als Erster, also als Sieger des Winner Brackets ins Winner Bracket Final gekommen. Ja. Magic aber, nach einem Upset gegen Koro, den First Seed, in Runde 2. Damn, das ist schon sick. Und dann konnte er sich in Winner Semis gegen Ofis durchsetzen, der nämlich den Fifth Seed Dario geupsettet hat mit 3-2. Was war Ofis gesiedelt? Ofis war, ich glaube, 13. Ah, okay, doch so, doch so tief. Ja, Ofis, das Ding ist halt, Ofis ist immer wenn er irgendwo gegen Leute spielt, die er nicht kennt, ja, dann showt er auf einmal ab, insanely so. Aber wenn er kommt zu Jedo, er geht 0-2. Du weißt es so. Ja, okay. Literally, Jedo gegen Ofis gegen Magic, Winner Semis hier, ne? Ja. Das ist ein Jedo Loser Bracket 1 Match. So, das ist bescheuert. Das ist halt wirklich bescheuert. Oh, die spielen direkt, es geht los. Ich dachte, ist Handwarmer, ja, okay, okay, alles klar. Ich dachte schon. Okay. Ja, das ist irgendwie, es sah erst nach Handwarmers aus, dann nach Set und dann doch nach Handwarmers. Ja. Ja, und G-Pipes auf jeden Fall der Heavy Favorite hier. Der First Seed, Koro ist schon draußen. Im Loser sind noch Marley, Komori, und noch weitere. Lele. Ah, ja, auf jeden Fall. Und Ofis, genau, ja. Achso, ja, genau, da haben wir gerade drüber geredet. Genau, die sind auch im Losers Bracket. Und G-Pipes auf jeden Fall der Heavy Favorite hier ist zu holen. Er hat vorletztes Jedo hat er einen übertriebenen Winners Run gemacht. Ja. Er hat erst Maxi besiegt in einem absolut geisterverrückten Game 5, ja, wo beide so dermaßen Spaghetti waren zum Schluss. Das war bescheuert. Ja, das ist manchmal so, Alter. Wenn gerade so Last Game, Alter, wenn dann die Nerven kommen, dann kann das schon mal ein bisschen shaky werden. Aber gegen Maxi so, ne? Das ist halt wirklich krass. Ja, das ist halt schon sick. Und danach hat er mich noch 3-1 ins Losers gehauen und dann hat er gegen Nikita und dann hat er im Losers danach noch gegen Paule gewonnen. Ja. 3-0. Das halt auch. Das war wirklich ein guter Run. Aber Magic startet hier sehr solide in dieses erste Game rein. Oh mein Gott! Und Magic called die Recovery on Stage out. Okay, wir haben sie direkt mit einem ganz anderen Level zu tun, ehrlich gesagt. So. Ja. Die Edgeguards hier sind auf jeden Fall sehr viel ausdiversifizierter. Also bei den anderen beiden haben wir gesehen, die anderen beiden haben immer dasselbe Ding probiert zu Edgeguard und jemand andere wusste Bescheid, aber wusste auch nicht so richtig, was er andersrum machen soll. Ja. Oh mein Gott, Magic ist so fucking ready. Was für ein cleaner Motherfucker. Sehen wir Liegestütze für G-Pipes in Game 1, Dicker? Das kann nicht sein. Vor allen Dingen, Digga, was los, Alter? Was ist denn Heides Curry, Dicker? Oh, das ist die Abwehr, aber schöne SDI von G-Pipes, ja. Das ist immer was Luma ist, ja, Mann. Und das könnte schon wieder ein Stock sein. Oh mein Gott, da hat er einen Schein. Digga, und sie machen einfach die Spot-Dodge-Shenanigans. Ja, Mann, die Doppel-Spot-Dodge gegen Single-Spot-Dodge. Naja, kannst du mal gucken, wer da gewinnt, doch. Und ja, das müsste. Oh, das müsste hier für Magic, für G-Pipes sein, wollte ich sagen, aber nein. Magic einfach. Bro, Magic immer noch on Four-Stock Pace. Four-Stock, Digga, es sind eventuell Liegestütze. Es ist halt der Miracle Run für Magic bis hierhin gewesen, aber das Schlimmste, was ihm im Turnier erwartet, ist, was hier bevorsteht. Und guck dir an, wie er drauf ist, Digga. Backthrow Shine, Gimp, Digga. Er geht für Let's den go. Oh mein Gott, Liegestütze! Das sind 10 Liegestütze für G-Pipes in Game 1. Hat sich den Kopf gestoßen. Und niemand guckt mehr zu. Hey, niemand. Boff Target ist der Einzige, der zuguckt. Warum sind alle gegangen? Chat, what the fuck? Das ist das Größte, was an Upset heute passiert ist. Das Magic G-Pipes Four-Stock. Ja, Digga, im Game 1. Und Boff Target ist der Einzige, der sagt so, ja. This matchup is busted, man. I told you. Ja. Die Gäste sind einfach alle gegangen. Alle dachten so, das war schon das Grand Final vom normalen Bracket. Ich so, schwöre. Die gehen sich alle vorbereiten auf ihre Matches. Ja, das kann natürlich sein. Das kann ich mir vorstellen. Insane. Ah, er kriegt wollte die Backer machen. Ich finde es ein bisschen wonky. Ich glaube, ich wäre für eine Abwehr gegangen als Fox. Aber wer bin ich, Magic zu sagen, was er zu tun hat? Ja, ich hab Magic morgen in meinem Pool. Ich take mal lieber ein paar Notes von dem Boy. Oh shit, schöne F-Smash, aber prematurely die Combo beendet, wenn du keine F-Smash Tippe bekommst. G-Pipes. Also es sieht auf jeden Fall jetzt schon besser aus von G-Pipes als Game 1. Ja klar. Ja klar, Digga. Er kann immer noch geforstockt werden, aber es wird sehr schwer für Magic. Ich wollte gerade sagen, das ist. G-Pipes wieder mit den Side-B-Shenanigans. Das ist ja, was er gerne mal macht. Oh, die Raw Upsmash. Let it rip, Magic. Ja. That's the Magic. Die Dash Attack oder was? Nein.
egal was. That's the magic. Ah, okay. That's the magic. You know it. Ja, fair enough. Okay, und es ist totgleich. Magic konnte einfach direkt ausgleichen. Auf diesem sehr deutlichen Counterpick für Marv, wie man sagt. Wie die Gelehrten berichten. Ja, schon. Also ich sag mal so. Oh shit! Also ohne Chain Grabs wäre es halt, glaube ich, gar nicht so Marv-favored. Ich find's dreist, dass du sagst, dass er ohne Chains nix kann. Du kannst auch nichts ohne Shadow Blaster spüren, ohne Shadow Blaster. Ja, aber ist halt einfach so. Also ohne Chain Grabs ist es gegen Fox gar nicht so einfach. Ja. Weil Fox halt schon auch von der Spiel profitiert. Und das Ding ist, man kann Chain Grabs ja all day, all night in Uncle Punch grinden, aber Magic, G-Pipes hat kein Setup zu Hause. Ah, okay. Auch nicht am PC oder so? Nein, die einzigen Leute, mit denen G-Pipes spielt, sind Magic und Nick Strat, weil er bei denen dann immer spielt. Das ist crazy. Oh mein Gott! War das der Eis, Digga? That's übrigens actually the magic. Das macht er immer und er wird auch immer gepunished dafür. Leider Gottes ist that the magic. Stimmt, er hat mal einen Tweet gemacht, wo er, ich glaube, gegen mich war das sogar. Genau das. Ah, gegen Banane war das. Genau das und Banane macht einfach eine Downsmash und killt. Let's go. Und dann kommt noch diese Rick und Morty. La 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 Musik so. Ja. Ja, da kriegt oh, er. Oh, der Waste. Let's go, Rita, Digga. Tech Chase. Ja. So, und das, ja, hat den Sack noch. Ah, sehr schön. Magic, diesmal war G-Pipes nicht auf die Stage abbiegen. Nee. Aber Magic dachte trotzdem, dass er es macht. Oh. Auf die Stage abbiegen meistens halt auch einfach keine gute Option. Voll. Ja, da hat er im ersten Jahr das zweimal probiert. Ja, auf jeden Fall. Ich weiß halt auch nicht, ob das Absicht war oder ob er es einfach die Höhe geflappt hat. Ja, true. Übrigens, das erste komplett nicht deutsche Match, was wir am Stream gewinnen. Oh, Kanada gegen Italien. Holy fuck, der Schein! Alter, das war ein sicker Schein. Aber trotzdem full stock behind hier für Magic. Ja, das ist ein rougher Counterpick. Definitiv. Kriegt er den Grab gegen den zweiten Schein. Magic wollte sogar mit Double Shines probieren, nicht gegrabt zu werden, aber er war out of range. Oh, das sind die schöne Chain Grabs von G-Pipes, muss man sagen. Wenn er jetzt hier. Oh ja, der Schein wäre insane gewesen. Aber er hat weiterhin den Punish. Weiterhin den Punish. Oh, Digga. G-Pipes hat den Sprung noch. Ja, ja. Aber jetzt hat er keinen. Er hatte die Kante und dann fast vor der einfach runter. Ja, ich glaube, er dachte, er ist über der Kante und wollte an die Kante fast fallen. Hat nicht realisiert, dass seine Height so war. Ja, auf jeden Fall. Das kann gut sein. Ab er. Und dann kommt. Let's go, Digga. Er callt einfach seinen Double Jump aus. Dang. Und das ist das 1-1. Damn, Alter. Das war sick. Ey, trotzdem das FD war, finde ich, dass Magic hier eine sehr gute Figur abgegeben hat. Und ehrlich gesagt, wenn er jetzt nicht out of Steam geht, dann kann es wirklich sein. Kommst du morgen vorbei? Okay. Perfect Shadow, Legende Perfect Shadow hat sich gerade verabschiedet. Ehemals zweitbester Deutscher. Als ich angefangen habe, war er der zweitbeste in Deutschland nach Luma. Und ich habe mit den beiden Melee gelernt. Das ist schon crazy, ja. Das ist verrückt, ne? Und er war heute nochmal kurz zum Besuch da, um mal ein bisschen vorbeizugucken, mal ein bisschen ein paar von den alten Homies zu sehen. Ja, als ich angefangen habe, war ziemlich sicher Mustafa. Eis immer auf 1. Ja. Mit dem habe ich ungefähr zeitgleich angefangen. Der hat ja so zweieinhalb Jahre gebraucht, um den Luma dann halt zu überholen. Ja, auf jeden Fall. Okay, und Magic wurde hier schön. Sein erster Stock wurde ihm sehr fachgerecht abgehandelt. Ja, der wurde einfach mal so entsorgt. Ja. Oh! Der schöne No-Impact-Land hier. Ja, beim zweiten Regrap. Beim zweiten Regrap hat es nicht geklappt. Ne? Leider. Aber ja, es sieht ein bisschen aus, als würde Magic hier ein bisschen die Booster ausgehen. Ja, anscheinend. Also G-Pipes auf jeden Fall hier ready für die Tech-Chases. Ist auch weird, dass du Game 1 4 Stocks liegen und dann bist du in so eine Situation gezwungen, wo du die ganze Zeit von behind spielen musst. Jo, ne? Ist FD so ein starker Momentum-Hold? Oh mein Gott, die Palkan-Kombo? Das war's einfach. Der Kanadier hat seine European Strategies gelernt. Definitiv. Ah, schade, nur ein bisschen zu spät am Fastball, aber sehr, sehr spät in der Nähe hier. Schöner Scheinkreis. Let's go. Ja. Jetzt sind auch wieder ein paar mehr Leute in der Crowd. Voll. Gut, die späte AP outgecallt hier von Magic, aber immer noch ein hell of a mountain to climb hier. Ein Stop. Definitiv. Das war nice. Wenn jedes Opening von G-Pipe so gefährlich aussieht, dann ist es für Magic schon so, er muss schon neutral, keine Ahnung, mindestens doppelt so viel gewinnen. Ja. Das ist halt schon echt rough.
Aber wenn seine Punishes besser wären, dann wäre es vielleicht nicht so ein Problem. Aber ja. Marth Fox ist halt auch so ein bisschen so, das Punish-Game ist auf jeden Fall Marth Favorite. Ich weiß nicht bei how much, aber ich finde schon, dass es Marth Favorite ist. Aber dafür ist Fox Neutral natürlich auch wirklich insane. Er hat halt alle Optionen, die du dir vorstellen kannst. Ja, Fox. Hey, Fox ist halt auch einfach Fox. Ah, der hat den Pivot nicht bekommen. Er wurde Pivot abschmeißen. Aber ja, so wenn Marth halt mal eine gute Kombo hat, Alter, dann Fox halt auch einfach. Oh, und Magic aber mit einem sehr weisen Engel. Weil wenn er einen anderen Engel gemacht hätte, wäre er getroffen worden. Ja, safe. Er wäre safe tot gewesen. So. Ja. Aber G-Pipes auch mit dem Swag. Aha, true. Der wollte ja auf jeden Fall gut für gehen. Ja. Das ist die F-Smash, ja. Und das ist Magics dritter Stock, okay. Magic ist facing Loser Bracket. Er muss jetzt, es steht 1-1. Er wird hier ein ganz schönes Comeback machen müssen, um noch eine Chance zu haben, dieses Match zu gewinnen. Ja. Und dann, was ist denn der zweite Cornerback von G-Pipes? Stellen wir uns ein potenzielles Game 5 vor. Was würdest du denn? Yoshis, aber das ist auch für Fox ziemlich nice. Ja, natürlich. Die Sache ist halt, es ist schwierig, sag ich mal. Vielleicht Faun? Ja, kommt drauf an, wie sehr man Faun mag, muss ich sagen. Ja. Das also ist halt. Gegen mich also hat er Faun gegen Counterpick auf jeden Fall. Ja, okay. Das kommt halt echt ein bisschen drauf an. So. Also, Stadium würde ich auf jeden Fall sagen nicht. Aha. Battlefield vielleicht. Weil da hatte ja. Aber ich weiß ja nicht, ob er da wieder drauf gehen will, weil da hatte Magic mehr gefunden. True! Das ist der Stock. 2-1 für G-Pipes, ja. Magic hat hier wirklich langsam aber sicher seinen Meister gefunden, nachdem das erste Game so explosiv für ihn war. Jo, definitiv. Hat er alles zu früh in eine Waagschale geschmissen oder was ist hier los? Man weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Und da gehen wir auf. Okay, wir gehen auf Yoshis. Yoshis. Lass ihn offenbar lieber als Dreamland. Hier im Hintergrund bei Yoshis trägt Tröti nicht das Schild mit der Hand, sondern natürlich das Schild mit Berlin 13 Atze. Mit Onzi. Dem Emote, was ihr freischalten könnt, wenn ihr diesen Kanal subbt. Also wenn ihr Bock habt, dieses Emote mit Konzis lustiger Fratze, die hier im Trötis Schild rumhängt zu haben, subbt auf Berlin Smash, dem besten Melee-Content Deutschlands. Punkt. Ich meine, ja, wer sonst? Wir haben das Weekly. Ja. Wir haben das Arcadian. Ist true, Digga. Da. Und Sasquatch Platypus hat direkt bei den 13 Arzt im Chat gelassen. Halt, so viele anderen deutschen Medien-Content gibt es halt auch nicht so. True. Ja, ich will ja nicht sagen, aber gerade läuft Spino Summit, naja. Raiden wir die nachher? Wenn er noch streamt, maybe. Ja, vielleicht raiden wir die nachher einfach. Ja, Spino hat nämlich sein Saarland-Summit, wo die ganzen Südwestspieler hin sind. Ah, auf jeden Fall. Und ich habe halt gesagt, so, warum bist du nicht beim Arcadian? Also ja, wir haben da auch ein Turnier. Ich so, Bro, wir haben es literally vor 3 Monaten angekündigt. Ja, meins war schon vorher. Ich so, ja, unsers auch. Wenn du es nicht veröffentlichst, so, ne? Ja, okay. Wir haben es sogar verschoben, weil ja eigentlich ein HTS sein wollte. Bei dem ersten Wochenende, wo wir es machen wollten, war ein HTS. Ja, ja, das ist ja jetzt auch mit Hypemess und Dreamhack. Ja, ganz genau. Ja. Wobei das. Oh mein Gott! Der Smash hat getroffen, Digga. G-Pipes macht manchmal Quick Work. Insane. Und Magic, ja, manchmal ist er an seinen Follow-Ups erst dann so ein bisschen zu früh am Double Jump oder sowas und dann kriegt er das Follow-Up nach oben nicht, was ja genau das ist, was er will. Er will ja Marth juggeln eigentlich. Das gleiche, was Marth mit Fox auch machen will, logischerweise. Ja, natürlich. Und das könnte das sein, Down B, ja, und das ist der Stock. Nein, Magic kommt zurück! Die Power of NTSC. Definitiv. Das ist einfach Fox Recovery. Die ist manchmal ein bisschen dumm. True. Magic, ja, er braucht eigentlich eine Drillschein. Upsmash könnte genug Prozente sein. Er kommt halt einfach. Jetzt kann er für die Upsmash gehen langsam, ne? Oh, oh mein Gott! Oh, Magic Winner Bracket Stock, je nachdem er so dermaßen aufgeräumt hat im ersten Game, wird er nur noch abgeholt. Randall hat ihn einfach ein bisschen kaputt gemacht. True. Ah, oh, und dann diesmal war er nicht ready. Das ist das Problem an diesem Cornerback. Die Side-Plattformen sind so niedrig, dass er da nicht durchfahren fahren kann, wenn er auch noch eine Backer machen will. Weil er muss die Backer dann halt sehr viel später machen. Und weil dadurch, dass sie so niedrig sind, du musst erst durchfahren, dann die Backer machen. Wenn du einen schlechten Input erwischst, kann es sein, dass die Backer gar nicht mehr rauskommen. Ah, auf jeden. So. Okay, aber Magic. Last signs of life Es ist nicht impossible, aber es ist schon sehr hart für Magic jetzt hier wieder zu kommen.
Aber ich habe auch das Gefühl, dass er... wenn er so eher Deutsch... wird es natürlich noch schwieriger. Er hat es auf Yoshis auf jeden Fall leichter als auf Dreamland, fand ich. Ja. Ich habe das Gefühl, seinen Gegner so overwhelmen zu können, damit kommt G-Pipe vielleicht ein bisschen weniger klar. Ja. Aber ehrlich gesagt, das hier ist ziemlich done. Also schon. Also gerade mit 84% ist halt... Voll. G-Pipe geht jetzt schon fürs Side B hier. Ja, ja, voll. Das ist halt... Aber wenn er ihn jetzt gibt... Oh! Digga! Also, wenn jetzt einfach noch ein Gimp passiert, Digga, dann... True. Sehen wir Game 5 oder... Ah, das könnte eine Assi sein. Oh, er wollte von die Downer gehen! Das ist die Downer und da ist es, G-Pipe! Mach das nochmal, Digga. Nice. Nachdem er im ersten Match... Warte mal, Garrett, muss jemand sagen, dass er Liegestütze machen muss. Ja, das stimmt, das Garrett, stimmt. Garrett, Push-Ups! Push-Ups! Hey, Garrett macht 10 Push-Ups. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10! Good shit. Gute Regel. Gute Regel. Ja, und Magic nach diesem einen Vorstock verabschiedet sich ins Losers Final.